So, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Live Trading. So, einen wunderschönen TV. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Live Trading. So, einen wunderschönen TV. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Live Trading. So, einen wunderschönen TV. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Live Trading. So, einen wunderschönen TV. TV. So, sorry. Das war, weil an meinem PC noch auch noch der Desktop offen war. So, kommen wir eben gleich zum DAX. Was ist jetzt gestern passiert noch? Nachdem er eben die 9.950 angelaufen ist, gab es einen bullischen Pullback bis an die Widerstandslinie von 10.050, ja, 10.060. Ging knapp drüber, aber der Rainbow deckelte dann diese Aufwärtsbewegung und infolge der nachgebenden US-Indizes gab der DAX eben mit ab. Im Stundenchart ist dann eben die 200-Tage-Linie durchbrochen worden und lief dann knapp unter die horizontale Unterstützung bei 9.910. Im Stundenchart ist die Unterstützung nicht so gut zu sehen, sondern im 4-Stunden-Chart war das eben gestern ein Stück weiter oben, hat sich eben leicht nach oben gehangelt, der Rainbow. Aber diese Marke sollte eben jetzt, weil wir jetzt ja hier im 4-Stunden-Chart unterwegs sind, eben per 4-Stunden-Close nicht unterschritten werden, ja, die Unterkante des Rainbows. Deswegen hier ist im Prinzip alles im Lot. Wieso die Marke eben auch sehr wichtig ist, sieht man eben im Tageschart. Da ist es ein bisschen leicht höher. Da ist eben eher die Marke von 9.950 bzw. 9.930. Aber da wir jetzt hier bei der JFD-Indikation sind, können wir auch auf Xetra kurz umschalten. Und hier ist es eben auch ein kleines Stück tiefer, eben die 9.912. Also für mich ist weiter im Prinzip relativ klar, solange diese Marke hält auf Tagesschlussbasis, sollte man den Blick jetzt hier im DAX, also speziell im DAX, eben nach oben richten. Wieso das auch der Fall ist, wenn man jetzt nur den DAX eben betrachtet, liegt an den Aktien, die ich Anfang der Woche auf Godmode und teilweise eben hier auch vorgestellt habe. Hier sollten die Aktien eben einen Rücklauf starten, eben auch zurück an den Rainbow oder an die Wolke. Und dieses Kauflevel, Kaufzone ist jetzt hier bei der Allianz erreicht worden. Jetzt ist hier wieder der Bug da von Guidance. Jetzt kann ich hier diese Charts nicht mehr verschieben. Dann muss ich die Charts kurz hier in meiner Liste suchen. Aber gut, seit dem Update vor circa 2 Wochen hat eben das Guidance-Charting ein paar Probleme. Und jetzt sieht man sie live. Jetzt kann ich leider die Charts so... Gut, hier kann ich das noch rausziehen. Das war eben noch BASF. Wenn hier oben direkt rangelaufen wäre Anfang der Woche, wäre es ein schöner Short gewesen. Hier unten ist es jetzt ein Kauf. Meiner Meinung nach halt, ja. Hält noch der Rainbow. Die Kerze bleibt im Rainbow direkt an das Kauflevel rangelaufen. Und sollte ja möglichst jetzt bullisch natürlich abprallen. Und den Stopp sollte es eben andersweitig laufen im DAX, dass die 9.910 nicht gehalten wird, sollte man auch hier, wenn man sehr kurzfristig unterwegs ist, den Stopp relativ eng setzen. So, und jetzt kann ich nicht mal mehr dieses Bild klein machen. So, dann muss ich nochmal, schließe ich nochmal kurz ganz den Desktop. Und versuche
die Charts nochmal zu laden. So, das ist jetzt leicht anders. Da habe ich jetzt die anderen Aktien eben nicht drauf. Die Deutsche Post kann ich Ihnen noch zeigen. Hier lief es gestern ja exakt hin. Dann gab es einen mini-bullischen Abpraller. Und aktuell ist die Kerze, aber wir haben erst 10.30 Uhr, auch im Prinzip bullisch interpretierbar und kommt wieder in die erste Kaufzone zurück. Bei Amgen, das war ja auch der Wert, den ich speziell auch im Chat und hier vorgestellt habe, noch vor Börseneröffnung gestern. Biotechs waren allgemein gestern schwach und da lief der Rücksetzer, lief da auch sensationell an und sollte man auf alle Fälle auch auf einen Stand absichern, wer da hier mitgegangen ist, weil die Kerze im Nasdaq-Index ist eben vielleicht zu schön, um wahr zu sein. Das ist jetzt der 4-Stunden-Chart. Hier unten habe ich den Tageschart. Ja, direkt ein Doji, ein Inverted Hammer am Abwärtstrend. Da werden wir sicherlich einige Shortseller darauf anspringen. Aber wie kurz erwähnt schon, es ist eventuell zu schön, um wahr zu sein, dass es eben an das Kursziel von 4.250 ranlaufen wird. Also hier bleibt trotz der schönen Kerzenkonstellation, muss man immer ein Auge darauf halten. Deshalb könnte eben auch der DAX schon seinen Tiefpunkt markiert haben, wenn sich das jetzt hier nicht so negativ ausbildet, wie sich das im Moment darstellt. Kommen wir noch ganz kurz eben zum australischen Dollar. Da wurde immer wieder auf den Rücksetzer gesetzt. Zunächst an die 0725 Marke und in der Nacht lief der Index noch auch an die zweite Unterstützung oder an die ehemalige Abwärtstrendlinie exakt bei 0720 heran. Wer jetzt hier investiert ist, also jeder Kurs, beziehungsweise ja nochmal im Tageschart, also unter der Wolkenunterkante wäre jeder Schlusskurs negativ zu interpretieren. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen noch einen schönen Handelstag und erfolgreichen.